Systems online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll und Rock'n'Roll. Das habe ich hier immer bei dieser Map. Das ist am Anfang beim Aufbau einfach mal hart rubbelt. Laufen wir doch mal den Banditen da hinten hinterher. Ich bin unterwegs im Catapult A1. Hier singe die Säge ausgestattet mit 4 Streak Short Range Missile 2 an und 2 LRM 15 an mit Artemis und dem 360 Degree Target Retention Module. Das werdet ihr gleich wahrscheinlich auch noch merken, wieso das denn theoretisch vielleicht sogar eine ganz coole Angelegenheit ist. Und schnell hier hinterher wackeln. Stampf, 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 stampf. Zoom, zoom, zoom. Hallo. So, auf jeden Fall ist dieser Mac für Long Range Fire Support gebastelt. In erster Linie natürlich dank der LRM-15er, die mit Artemis eine verringerte Streurate haben, schneller aufschalten und die Pannung einen kleinen Tag länger behalten. Ups. Na, was macht ihr denn hier? Fällt der eine dem anderen vor die Füße, wa? Mann. Ihr seid aber auch so niedlich, ihr kleinen Dingen an Land. Und auch keine Dinge, die Direwolves, sondern Warhawks. Ich habe mich gerade auch schon gewundert, weil die so schnell sind. Aber die Silhouette von hinten sieht halt wirklich sehr ähnlich aus. Aber dick, breites Kreuz, schwere Waffen und Geschwindigkeit. Haben wir nicht so viel gegen sagen. Ja, und natürlich für den Nahkampf haben wir ein paar Streak Shortrange Missiles, die dank einer Beagle Active Probe zumindest mit einem Gegner mit ECM noch klarkommen sollten. Und was hier das besonders Geile ist, im Nahkampf mit den Spreaks, da wird sich der ein oder andere Gegner ziemlich fett in den Arsch beißen. Wow. Ich hätte vielleicht, fällt mir gerade mal auf, eine Tonne LRM-Ammo rausnehmen sollen und noch eine Tonne Spreak-Ammo mit dazu packen. Weil 300 Schuss ist gar nicht so viel. Vor allem, weil man irgendwie halbwegs auf Dauerfeuer arbeitet. Ach, naja, egal. Jetzt haben wir halt so viel dabei, wie wir dabei. Denn die Streaks, die haben ja eine generell eigentlich adäquate Ausschaltung. Allerdings haben wir eine unfassbar, schon eine fast krankhaft schnelle Ausschaltung für die Streaks im Verhältnis gesehen. Dank Artemis, welches hier in dem Launcher-Spital steckt. Und das ist eine wirklich unfassbar geile Kombination. Ich muss mir das auch nochmal für den einen oder anderen weiteren Mac einbauen. Ebu und LRM-5er mit rein oder so. Mit Artemis, wenn ich die Tonnage überhabe. Irgendwas Schweres. Wo es dann halt wirklich unfassbar gut, geil und praktisch ist, wenn man sehr schnell mit den Streaks aufschalten kann. Und die optimale, die Lieblingsreichweite, auf der wir arbeiten, ist so, ich sag mal, 200 Meter. Weil wir dann Streaks und Launcher-Spital einsetzen können. Komm näher ran. Da geht noch was. Da, aus der Reichweite. Der ist noch in Reichweite. Na komm, weiter ran hier. Der lockt uns auf was. Geh mir aus der Sonne, Alter. Ich hab Streaks. Oh, komm. Shit, und wieder hinter dem Feld, ne? Target destroyed. Yes! Einer meiner Rakete ging vielleicht an ein Teammate, aber ihr. Also, habt ihr Hunting erliked? Yes, fuck yeah. Wir haben ihn erliked. Target acquired. Aber ich, weil ich's kann, verdammt nochmal, mit meinen Streaks und den Longfish Missiles. Ihr habt gesehen, geile kommen jetzt umpackt out of range für die Longfish Missiles. So, dann mal ein bisschen weiter warten. Aber schön, ersten Kill ist erstmal dezent mitgenommen. Feine Geschichte. Hoffentlich läuft er weiter so gut. Also, das wäre mal geil, wenn ich für diesen Mac tatsächlich die 4 oder 5 Kills machen könnte. Wobei 2 Kills und über 400 Damage natürlich auch vollkommen okay sind. Weil mit den Longfish Missiles, wenn man ein halbwegs gutes Positioning hat und das Team viele Targets im Vorfeld blockt, also viele Ziele im Vorfeld aufschaltet, dann kann man damit normaler Art und Weise auch schon die Schwimmbad reißen und was auseinanderschrauben. Also viel Schaden halt einfach rein, viel Panzerung runter sensen beim Gegner. Er ist getaggt, wie fein. Na, komm wieder rein in die gute alte Peilung. Ah, schade, er ist jetzt erstmal eben unter der Brücke. Oh, komm. Gut. Der geht doch gleich. Yes, in Long Range Missile Range. Feiner Zug von dir, wer da anschlägt, Pilot. Komm, da geht noch was. Und von oben nochmal. Ja, es hagelt einfach tot. Geht's am besten, wenn du kannst hier nochmal irgendwo hoch. Oder da lang. Das ist auch gut. Yes, hi. Friss Streaks. Alter. Hat sich das gelohnt? Also für ihn wahrscheinlich schon. Er hat bestimmt nicht so viel Damage von meinen Streaks gefressen. Weil er hat sich jetzt gerade die ganze Zeit immer vor mich geschoben, damit er schön aus Sicherheit relativ und mit dem Cooldown von ausgenutzten Alpha Strike auf den Handschlag jeweils setzen konnte immer. Also prinzipiell keine doofe Technik. Vom Grundgedanken her ist aber halt ein bisschen blöde, wenn man dann die ganze Zeit immer vom Teammate so die Sicht versperrt. Verdammt, jetzt müssen wir hoffen, dass die Öhrchen hoch genug sitzen sollten, aber eigentlich, jo, tun sie auch. Schön, dann können wir weiter. Eine Kingcrab mit XL Engine, das ist so köstlich.
Most Damage stellt sogar bei dem Kill. Feini. Noch ein bisschen weiter vorwärts. Was haben wir da denn? Ein Timberwolf. Der mag auch Long Range Missiles, habe ich gehört. Ihr steht alle auf meine Long Range Missiles. Oh, fein im Tag, aber sowieso noch Sportable auf diese Distanz. Komm, 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 da geht was. Na, habt ihr noch weiter? Ne. Oh, da ist er wieder. Hey! Auch noch was für dich. Ein, zwei Geschenke haben wir hier noch zurückgelassen. Dual Clan Ultra AC10, das Ding könnte tatsächlich relativ berserker-technisch am Start sein. Das Handspeck muss da ein bisschen auch von der Leine glauben, gerade. Aber wenn er weiterhin so gut tänzelt und die Peilung halten kann. Na, kann er nicht. Ich glaube, er geht gleich auch down. Das ist ein bisschen schade. Clan LM 20, zwei Stück in der Zahl, zwei Large Pulse, zwei Medium Pulse. Der Madhawk ist tatsächlich auf jede Distanz gefährlich. New Target acquired. Aber soll man da weiter so rum? Leutnant. Ist aber auch mal sehr geil. So, der Kinero, der LM Kinero, der will auf jeden Fall ein kleines Missile-Duell. Das weiß ich, das spüre ich, das habe ich im Blut. Lass mich durch! Verdammt nochmal! Jetzt fall ich runter! Aber ich. Oh, sehr schön. Nochmal eben so hier halbwegs gefangen. Jetzt haut er wieder ab oder was? Nix gibt's, Alter. Hinterher! Ich will ja hier noch irgendwann mit meinen Streaks wegkesseln. Na komm, 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 komm. Oder geht sogar beides. Push. Dual Death from above and from einfach everywhere. Die, 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 die. Komm, 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 komm. Nicht von hinten, da ist ein Typ hinter mir. Mate, give me cover. Ah, fuck. Doof ist auf Feuer und doof aufs Ufer jetzt gelaufen. Fährt ab. Alter. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Komm, komm, komm. Firestarter, friss. Oh Gott. Oh, habe ich den tatsächlich erwischt, den Firestarter? Ich glaub's ja nicht. So viel unverschämtes Glück. Komm, Streak, 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 Streak. Der hat so einen offenen Center. Da müssen die Streaks doch einfach hier, eigentlich hier lockeres, ein leichtes Spiel haben. Komm um die Ecke, go! Jawoll! Oh mein Gott! Danke, Team, dass ihr so fein vorarbeitet, aber ganz ehrlich, ja, das ist jetzt mal richtig geile Abräumarbeit hier. Der Abriss ist vorprogrammiert. Hi. Ja, vielleicht ist es auch mein Abriss, der fast vorprogrammiert ist, Alter, Spiel. Der Gargoyle, komm. Komm, 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 komm. Worms. Nice. Weggefegt hat er den. Der gute alte Warhawk. Kid Fox, komm. Ah, shit, der Atlas ist da. Der Atlas. Ja, das ist das Problem, wenn man keine Peilung hat mit den Streaks, kann man da nicht aufhalten. Und ihm ja mit den Streaks halt arbeiten. Boah. Alter. Sehr geil. Da können wir uns noch glatt mal die Stats angucken. Dann beschreibe ich euch das Gerät mal dezent im MagLab, wie er nochmal aufgebaut ist. Na, was haben wir denn? 4 Kills, 4 Assists, 536 Damage. Ah, ein Traum geht in Erfüllung. Sehr, sehr, sehr schön. So, und da steht er in voller Pracht. Einfach schon ein ziemlich cooles Gerät. Hier, das ist, glaube ich, die Buccaneer-Camo, also Buccaneer oder so, die Piraten-Camo. Sieht halt ziemlich fesch aus, das Gerät. Und der Aufbau ist insgesamt eigentlich ziemlich simpel. Dank der XL-Engine haben wir noch eine Geschwindigkeit, mit der wir uns, ich sag mal, adäquat schnell an die Front drücken können. Und da, wo es geht, entsprechend natürlich die Raketenbewaffnung. Die Aufteilung ist natürlich pro Arm ein LRM-Werfer und zwei Streak-Werfer. Damit die Anzahl auch adäquat passt. Das eine Double-Hitting, welches ich in der Seite reingepackt habe, kann man weglassen, muss man nicht, könnte man vielleicht mal mehr Ammo mitnehmen, gut, der auch nicht. Und ihr seht, dass ich hier Munition in den Seitentausen jeweils habe, ohne ein Case zu verbauen. Das liegt daran, da ist eine XL-Engine drin, da ist es egal, ob ich ein Case mittrage oder nicht. Wir gucken sowieso bevorzugt, dass wir halt ein bisschen weiter hin an der Front sind oder halt einfach, wenn wir in den Nahkampf müssen, dass wir mit den Streaks von arbeiten können. Und so wie gerade, immer schön ein bisschen auf Distanz bleiben. Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Haut weg, bis die Tage. Tschüss.